Ja, so langsam wird uns allen ja etwas langweilig im Homeoffice und deswegen starten wir heute eine neue Videorubrik. Wir checken tierische Sprichwörter. Und ich will mal gucken, was meine Fernsehkollegen so glauben zu wissen. Und wir starten ganz einfach. Woher kommt der Begriff eine Eselsbrücke bauen? Ja, lieber Christian, ich habe mir lange überlegt, wo kommt das Sprichwort her, eine Eselsbrücke machen. Ja, dann bin ich einfach mal zu unseren beiden Eseln hier gegangen, in den Zoo und habe geguckt, wie so eine Eselsbrücke geht. Und ich habe auch jemanden gefunden, der mir das genau zeigt. Und zwar der Timo. Der Timo ist mit mir gegangen und er zeigt uns jetzt, was ist eine Eselsbrücke. Timo, zeig uns mal die Eselsbrücke. Ja. Esel sind bei mir übrigens ganz, ganz weit oben auf der Liste bei meinen Lieblingstieren. Also mein Sohn und ich, wir lieben alle Tiere durch die Bank weg. Und Esel gehören aber wirklich, sind ganz, ganz weit oben auf der Liste. Die finden wir ganz süß. Das ist eine Eselsbrücke. Der eine Esel und der zweite Esel. Nur original, wenn wir drei Esel zusammen Ach, haben. drei Esel. Ich wollte jetzt sagen zwei Esel, aber aller gut, sind alle drei Esel. Jetzt weißt du Bescheid. Aber wenn man sich eine Eselsbrücke macht, heißt das ja, man kann sich was gut merken danach. Esel über eine Brücke? Laufen Esel über eine Brücke? Vielleicht ist das so was Außergewöhnliches, dass man sich das deswegen danach gut merken kann? Keine Ahnung. Eselsbrücke. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und ich glaube, ein Esel dient ja dazu, etwas von A nach B zu transportieren, also eine Ware. Und wenn wir uns etwas merken wollen, dann benutzen wir auch ein Transportmittel, um das in unserem Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und deswegen glaube ich, dass das die Eselsbrücke ist. Also zum Beispiel, ich habe mich erinnert, als ich in der Grundschule war, da gab es dieses Sprichwort oder diesen Reim, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und weil ich niemals dämlich sein wollte, natürlich habe ich mir das für alle Zeiten gemerkt. Also, das war eigentlich das erste Sprichwort, was ich gelernt habe in der Sprachschule, als ich Deutsch gelernt habe. Und ich müsste auch sehr oft Eselsbrücke bilden, damit ich Deutsch lernen könnte. Was könnte das sein? Bei Eseln muss ich immer an Griechenland denken. Und ich denke mir eben, dass man früher im alten Griechenland gab es noch nicht so gute Wege, und wenn man so von einem Dorf ins andere gelangen wollte, hat man eben mit seinem Esel, hat man eben Brücken bauen müssen, und das war sehr, sehr schwierig und langwierig und aufwendig, und hat deswegen den Begriff dann eine Eselsbrücke bauen verwendet. Also ein Bauer hatte sein Feld auf der anderen Seite von einem Fluss und wollte da immer hin. Und sein Esel wollte einfach nicht durch den Fluss. Und dann hat der Bauer sich gedacht, damit der Esel den Weg findet, mache ich mal eine Brücke. Also eine Eselsbrücke, um sich zu merken, wo es eigentlich lang geht. Vielleicht in Afrika vor langer, langer Zeit, während der Domestizierung von Esel, sehr, sehr viele Esel angereiht waren. Und weil sie Waren von A nach B tragen müssten, sah so wie eine Brücke aus und man hatte dann die Verbindung vielleicht. Also Leute, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Also das ist eine klassische Eselsbrücke. Wir benutzen einen Reim, um etwas langfristig abzuspeichern, so wie man einen Esel benutzt, um eine Ware von A nach B zu transportieren. Und ich glaube, das ist richtig, oder? Ja, am Ende ist das schon alles sehr nah dran. Nochmal vielen Dank an die Kollegen aus dem Zoo Karlsruhe für die Verbildlichung der Eselsbrücke. Großartig, die Herren, wirklich großartig. Also, woher kommt der Begriff? Hängt eigentlich zusammen mit einer anderen tierischen Redewendung, nämlich, dass Esel so stur sind. Und das gilt vor allem, selbst vor kleinen Bächen oder ganz kleinen Wasserflächen, murren Esel ganz gerne mal, weil sie nicht abschätzen können, wie tief das Wasser ist und gehen deswegen nicht drüber. Man muss also eine Eselsbrücke bauen. Die dient also, um ein Hindernis zu überwinden und Sicherheit zu generieren. Und im übertragenen Sinne macht das eine Eselsbrücke halt auch im Sprachgebrauch.